Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ah ja, doch, LED, genau. Ich wollte mir LED herstellen für den Radiation Suit. Falls ihr im Hintergrund Glocken hört, ich habe jetzt gerade das Fenster auf und draußen ist ein Kirchturm. Den hört man ein bisschen. Könnte sein, dass man das hört, wenn ich gerade spreche, weil das Mikro dann offen ist. So, und zweimal Gummi wollten wir uns herstellen. Und dann haben wir den Suit schon mal. Für den Fall, dass wir doch ins Strahlungsgebiet kommen. Wo ist er jetzt da? Den hätte ich ganz gerne mal. Wo ist er? Ach so. Ach, okay, den trage ich dann automatisch. Ich hatte ja noch gar keinen. Das ist gut. Das ist gut. Essen habe ich hier in meine Wegwerfkiste gepackt. Kochen wir uns... Na, pass auf, wir kochen uns einen so. Wir nehmen uns Wasser mit. Quatsch, da muss ich ja hier hin. Dann machen wir das so. Ich möchte nochmal einen Ausflug machen. Wobei, jetzt überlege ich gerade. Ich glaube, ich brauche noch eine Batterie, sicherheitshalber, ne? Für den... Jetzt habe ich sie beide gekocht, oder? Ach, ey, ich bin auch eine Nase, ey. 21... Ja, komm, bevor der verdirbt. Ich bin auch eine Nase. Und ich kann es mir einfach nicht merken, was ich für eine Batterie brauche. Acid Mushroom und Copper. Oh, okay, Acid Mushroom... Copper habe ich doch bestimmt noch einiges. Hier Metalle. 3 Stück. Gut, das ist jetzt nicht so viel, aber das reicht. Das würde für 3 Batterien reichen. Ich würde ganz gerne mir noch ein Kupfer besorgen. Und wenn ich das habe, dann würde ich gerne mir Batterien, also noch ein Powerpack machen für die Seemotte. Brauche ich auf jeden Fall und gucken, dass ich dann das Moonpool-Fragment finde. Das empfinde ich als relativ wichtig gerade, weil wenn ich das Moonpool-Fragment erstmal habe, dann also wenn ich den gelernt habe, ich bräuchte ja 5 Fragmente, dann kann ich anfangen, mir Verbesserungen für die Seemotte zu bauen. Mit den Verbesserungen für die Seemotte würde ich mich vielleicht auch... Ja, da haben wir ja Kupfer. Oh, oh. Na? Kommt mal einer her, bitte. Nicht beide. Nur einer. Auf beide habe ich irgendwie nicht so richtig Bock. Gibt es einen einzelnen Krebs denn irgendwo, den ich anlocken könnte? Beide ist nicht so gut. Wenn die rasen beide in mich rein, und dann bin ich erledigt. Ups, da waren auch wieder 2 zu hören. Nee, okay, wir gehen nach Hause. Wir schwimmen nach Hause, genauer gesagt. Hier, das Quarz nehme ich auf jeden Fall noch mit. 1, 2, 3 können wir davon noch mitnehmen. So, dann haben wir das Gummi, was wir für die Power Cell brauchen, auch gleich wieder raus. Und mal kurz auftauchen. So, dann machen wir jetzt diese Folge einen Ausflug. Ich wünsche euch übrigens frohe Weihnachten. Heute müsste der erste Weihnachtstag sein. Und ja, ich war am Überlegen, ob ich jetzt... Wir haben jetzt Sonntag. Also ich nehme ein bisschen im Voraus auf für diese Woche. Was ich eigentlich nicht machen wollte, weil... ich ja immer noch irgendwie Hoffnung hege, dass vielleicht doch ein Update rauskommen könnte. Auf der anderen Seite wollte ich nicht gezwungen sein, Heiligabend aufnehmen zu müssen. Und deshalb habe ich das jetzt doch einfach mal vorgezogen. Sollte es also ein Update gegeben haben, sehen wir das dann erst am Montag. Ne, aber... Naja, Heiligabend will man vielleicht nicht unbedingt aufnehmen müssen, sage ich mal. Dachte ich mir jedenfalls.
Und ich denke mir immer, da habt ihr Verständnis für. So, dann wollen wir mal gucken, was wir hier jetzt Schönes machen können. Die packe ich mal eben wieder weg, die Pilze, damit wir genug Platz haben. Den nehmen wir mit, die Taschenlampe nehmen wir mit, das Salz. Da kochen wir uns jetzt wirklich nochmal einen Fisch mit, aber ein Cured. Der hält dann auch im Inventar. Das ist gut. Mit Wasservorrat müsste es eigentlich reichen. Das packe ich gleich mal, na komm, sauber weg hier, damit das aufgeräumt ist. Nicht mittlere Maustaste. So, und dann wollen wir mal rüber. Mein Plan wäre es, in die Richtung zu düsen, wo dieses das Grand Reef ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich da nicht Moonpool Fragments finde. Da, wo es auch Magnesium gab. Oh, Entschuldigung. Ach, die Kante da oben. Das ist der Grund, warum sich das Update so verzögert. Diese komische Kante da. Die finde ich jetzt aber nicht so sonderlich schlimm, muss ich sagen. Moment, wenn hier keine Haie sind. Wenn hier keine Haie sind. Und ich sehe gerade keine. Titan. Ach du Scheiße. Ah. Okay, es sind keine Haie hier. Es gibt auch schlimmere Sachen. 23% Energie. Ist nicht sehr viel hier. Mist, ohne Kompass. Jetzt habe ich mich verlaufen. Verfahren. Okay, doch die Richtung, ja. Ah, diese Biester, dass die auch überall sein müssen. Das ist mal wirklich unangenehm. Da freut man sich schon. Okay, 64% Leben. Ich sollte an Medipacks dann mal versuchen zu arbeiten. Okay, hier bin ich aber wahrscheinlich sicher. Was bist du denn für ein Fragment? Wir holen mal den Skeller raus. Terraformer-Fragment. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, da fehlt ihm ja auch noch eins, ne? Gut, dann nehmen wir das Duncan mit. Den will ich mir jetzt erstmal nicht bauen. Aber es ist schon mal nicht schlecht, dass wir den haben jetzt. Und den bauen könnten. Yep, hat er sich auch gemerkt. Sehr schön. Dass ich den schon hatte. Also ich habe ja... habe mich ja zwischendurch ausgeloggt und natürlich auch den Spielstand gespeichert. Wir versuchen es hier nochmal. Einfach weil... hier auch Silber vermute. Ist denn das hier ein Stein? Ja, da ist Silber, genau. Hier haben wir Salz. Bisschen besser umschauen. Nicht, dass hier diese Viecher wieder kommen. Da ist noch ein Stein. Und hier ist vor allen Dingen ein Fragment. Meins. Workbench-Fragment. Super. 1A. Ja. Workbench und Moonpool. Das sind die beiden Sachen, die ich jetzt dringend verfolgen möchte. Ich glaube, habe ich dann schon 3? Yes! Das ist gut. Ich kann eine Workbench jetzt bauen. Das ist gut. Das ist mal wirklich gut. Da können wir eigentlich mal eben im Bilder-Tool gucken. Was ich dafür brauche, wo... Wiring Kit und Computerchip. Für ein Computerchip brauche ich Gold. So viel weiß ich noch. Für ein Computerchip brauche ich Gold. Da habe ich ja auch schon 2 gefunden. Ist das ein Fragment oder ist das ein... Nee, das ist... Na, hier steige ich nicht aus. Wow, was ist denn hier mit dem Himmel passiert? Mit dem Wasser? Das sieht ja befremdlich aus. Oh, hier ist richtig viel Quarz, ne? Ich würde sagen, das nutzen wir und sammeln das auf alle Fälle nochmal ein. Was sind das da für Pflanzen? Die kenne ich noch gar nicht. Muss aufpassen, dass ich hier nicht gleich irgendwie aus dem Anzug geschossen werde. Könnte sein, dass hier Strahlung ist und das deshalb so grün ist, oder ist es das gar nicht?
Die schmeißen wir mal weg. Obwohl, nee, dich nehmen wir nochmal in die Hand. Machen wir nochmal ein Foto von dir. So, jetzt kannst du wieder weg. Tschüss. Zu essen habe ich ja. Das ist nicht so das Problem. Ah ja, hier gab es das Magnesium. Liegen denn hier auch Fragmente rum? Oder... Ich glaube hier... Ah, und da ist ein Fragment. Meins. Was bist du denn für ein Fragment? Thermal Plant. Okay, das kriege ich hier. Mhm. Das ist der Thermalreaktor, den man auf heiße Quellen dann setzt. Wie viel braucht der denn? 4. Ihr lasst euch auch immer wieder was Neues einfallen lassen, ne? Bei dem einen brauchst du 3, bei dem anderen brauchst du 4, bei dem anderen 5. Ich gehe da mal ran. Guck mal nach, was ich hier rauskloppen kann aus dem Felsen. Okay, leider nur Titan. Diamant gibt es doch hier unten auch. Mhm. Das ist das Problem. Ich habe nämlich jetzt meine Safe Death hier schon überschritten. Viel tiefer werde ich mit der Motte nicht mehr können, ohne dass sie Schaden nimmt. Macht mir aber auch gerade nichts aus, weil diesen Diamant, den hole ich mir mal eben so. Und dieses Fragment können wir uns auch mal eben so holen. Dann tauchen wir halt den Rest zu Fuß. Ein bisschen tiefer könnte ich aber noch, glaube ich noch. Ich glaube, ich habe, weiß es gar nicht, 200 Meter, glaube ich, bevor sie von alleine Schaden nimmt. Das sollte auf gar keinen Fall passieren. Das wäre nicht gut. Scan complete. Aber vielleicht kriegen wir die 4 hier ja noch zusammen. Ich bin mal gespannt. Wir eiern hier nochmal ein bisschen durch die Gegend. Hier sind nochmal Blöcke, die ich aufnehmen kann. Na? Auch nochmal Kupfer und hier war noch eins. Okay, Titan. Wo ist sie denn? Ist aber auch stockdunkel hier, ne? Okay, ich weiß, ich habe auch eine Taschenlampe. Die könnte ich natürlich auch noch benutzen. Hier sind noch Steine. Hier war noch ein zweiter. Ach so, da. Okay. Steigen wir da mal aus. Die beiden nehmen wir noch mit. Na, na. Wo ist es hin? Ich habe keine Ahnung. Ich habe es jedenfalls nicht bekommen. Sehr schade. Das war nämlich entweder Kupfer oder Gold, aber... Brauche ich jetzt auch gerade nicht versuchen wiederzufinden hier. Dafür ist es, glaube ich, zu dunkel. Ja, das ist Kupfer. Ein Diamant haben wir. Ich überlege gerade, was konnte man denn mit Diamant nochmal Schönes machen? Ich glaube, so weit sind wir noch gar nicht. Okay, hier gibt es auch wieder Steine. Ich will mal gucken, ob ich noch so ein Fragment finde hier. Aber ein viel tiefer ist jetzt gerade gar nicht zu denken. Nee, du bist auch nur ein Stein und kein Fragment. Aber hier sind sehr viele, ne? Ist eigentlich ganz cool für mich. Würde ich aber auch lieber tagsüber mal einen Ausflug hinmachen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es hier immer so dunkel ist. Ich glaube, als ich das letzte Mal hier unten war, gab es auch Haie. Na, wie tief werde ich wohl noch können? Ah, leichte Lecks gehabt eben. Es ist gar nicht so einfach, hier irgendetwas zu finden. Im Dunkeln. Oh, hier ist die... Ach, okay, hier sind wir. Super, 1A. Okay, gut, machen wir. Gehen wir hin. Hier ist... Haha. Hier sind wir schon. Ich glaube, hier oben ist die große Insel. Wow. Nee, wo? Was? Hä? Ich hab doch aber eben... Ei, Strom. Ich habe doch aber eben diese bläulich leuchtenden... Okay, Power haben wir wieder.
Ich habe doch eben diese bläulich leuchtenden. Doch, da ist die Insel. Täuscht mich also nicht. Die gucken wir uns jetzt mal an. Es soll angeblich, ich weiß nicht, ob das auf dieser Insel ist, aber man soll, mir hat ein Blutengel was geschrieben, es soll eine Abandoned Sea Base geben. Angeblich soll die auf dieser Insel sein. Er hatte sie aber nicht gefunden. Dort. Deshalb bin ich gespannt, ob ich vielleicht eine Chance habe, die da zu finden oder nicht. Ich will jetzt mal nicht davon ausgehen. Aber gucken, ob wir jetzt hier irgendwas mitnehmen können. Eine Abandoned Sea Base. Die kann doch da nur in diesem Loch drin sein, was... hier ist doch eine Höhle in der Mitte. Aber nicht hier. Ich glaube, da können wir auch reintauchen von innen mit der Motte. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch das Beste, was ich tun kann. Also wenn es eine Abandoned Sea Base, also eine verlassene Seebasis ist, dann wird die ja nicht an Land sein. Vielleicht ist die auch nicht auf oder unter der Insel, sondern die ist nur irgendwo in der Richtung. Was bist du denn hier? Du bist ein Lithium. Dich nehme ich natürlich mit. Ich muss nur sehen, dass ich genug Strom übrig habe, um auch wieder nach Hause kommen zu können. Sonst ist es schwierig. Mal gucken, irgendwo gibt es hier eine Öffnung in dieser Insel. Hier. Da gehen wir mal rein. Du bleibst da, ja? Und... nee, hier ist aber nichts mit Abandoned oder Seabase oder so. Hätte ich mir jetzt irgendwie vorstellen können, dass an der Stelle irgendwas ist. Ach, guck mal, Purple Rattle. Wofür braucht man die denn? Nein, jetzt ist mein Inventar voll. Ernsthaft? Purple Rattle, okay, mit denen kann man noch nichts machen. Ich muss mal was trinken. Und... Pink Mushroom. Pass mal auf, die. Dann nehmen wir aber zwei mit. Die kann man nämlich in diese Planter packen. Da bin ich mir relativ sicher, dass man die Pink Mushrooms da reinpacken kann. Und mit denen kann man aber halt noch nichts machen, weil mit den Pflanzen ist halt noch nichts los. Aber da hatte ich vom Blutengel ja auch mal einen Screenshot bekommen. Ich glaube, die kann man in diese Planter packen. Die sind ja auch momentan nur in der Early Access Version drin. Und das sieht halt, auf jeden Fall sieht es nett aus. Auch wenn man damit noch nichts machen kann. Okay, fahren wir mal nach Hause. Ich glaube, ich fahre in die falsche Richtung. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen mal eben hier ein bisschen auftauchen. Und nee, doch da müssen wir lang. Ja, ihr seht diesen Horizontstreifen. Das sehe ich das erste Mal, aber das ist dieses Problem, was da nach wie vor noch in dieser Version bestehen soll. Und das soll wohl der Grund sein, weshalb... sieht cool aus mit dem Himmel, ne? Das soll der Grund sein, weshalb man... Weshalb sie das Update momentan noch zurückhalten. So. Bin mal gespannt. Wow, das ist mal ein Helligkeitsübergang, ein ganz schöner. Ja, das ist nicht so schön, der Streifen. Aber okay, mit dem könnte ich jetzt auch leben. Ich verstehe aber auch Entwickler, die sagen, nee, wir wollen lieber was Fertiges abliefern. Und wenn man das so schön machen kann, dann möchte man so einen hässlichen Streifen da nicht drin haben. Das sehe ich ein. Okay, wir können auf jeden Fall eine Workbench machen. Und das freut mich sehr. Ich muss mal überlegen oder in meiner eigenen Folgen, in die alten Folgen gucken, wo es das Moonpool-Fragment gab. Das wäre dann das nächste, was ich mache. Auf alle Fälle kann ich mir jetzt so ein Hitzemesser machen und ich könnte mir auch eine Diamantklinge herstellen. Und größere Tanks, mit denen ich dann eben noch länger tauchen kann. Das sind alles Sachen, die mir sehr helfen werden. Radiation Suit haben wir auch. Mal gucken. Also sofern Energy 82 läuft doch, geht doch alles. So, das ging auch sogar recht schnell, fand ich. 1, 2, 3, 4, die packen wir mal weg. Den könnte ich mal essen.
dann sortieren wir das mal eben kurz ein. Das Lithium auch. Ja, guck mal, ich habe Mercury. Ach, Mercury war das. Das war Mercury. Oh, alles klar. Weiß ich Bescheid. So, wir brauchten ein Wiring Kit, meine ich, dafür. Und einen Computerchip. Wiring Kit geht, glaube ich, aus Kupfer. Nee, das ist Copper Wire. Computerchip. Silber und Quarz und Table Coral Sample. Und zweimal Silber. Habe ich vier Silber? Drei Silber oder habe ich nur zwei Silber? Ich habe drei Silber. Ich habe drei Silber. Table Coral Sample waren doch die hier, die ich, die an den Dingern hier dran sind, oder? Wenn mich hier alles täuscht. So, machen wir mal die 8 mit. Ja, dann können wir uns in dieser Folge noch eine Workbench machen. Da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Dann brauchen wir die drei Silber und... Ich habe es wieder vergessen, was ich dafür brauchte. Gucken wir nochmal eben. Ah, das war es garantiert. Doch, dafür Silber und... ach so, Quarz. Moment, Table Coral Sample. Ach, das ist ein Coral Sample und ich brauche Table Coral Sample. Oh, damit mülle ich mir jetzt aber auch schon richtig die Hütte hier dicht, ne? Dann sind das die roten vielleicht. Die habe ich hier doch auch gesehen. Da vorne. Hier meine Graph Sphere, die hat mir gar keine neuen Fische angelockt. Die scheinen sich ja richtig zurückzuhalten. So, das ist, yep. Das sind sie. Die Graph Sphere muss ich wohl nochmal umsetzen. Wobei, ich habe genug Fische. Bei mir ist momentan eher Wasser ein Problem. Das heißt, ich müsste sehen, dass ich noch ein paar Airsacks kriege. So, Table Coral Sample. Machen wir uns das Wiring Kit. Jetzt brauchen wir noch einen Titan. Das haben wir natürlich wieder drüben liegen lassen. Komm, 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 komm. 1, 2, 3, 4, 5. Packen wir uns mal ein paar mehr ein. Na? Quarz. Oh, es tut mir leid, dass ich immer hin und her laufe. Aber nehme ich lieber mal eins mehr mit. Kann auch nicht schaden. Aufräumen kann ich ja gleich, wenn ich hier fertig bin. Dann haben wir den Computerchip. Und dann müssten wir jetzt alles haben für die Workbench. Und die platzieren wir dann natürlich mal hier in diesem Raum. Können wir ruhig hier vorspielen. Hier vorpacken. Da macht sie einen ganz guten Eindruck. Et voilà. Die Workbench. Sehr schön. Foto. Läuft doch. So. Nee, nicht das Messer. So. Was bräuchten wir denn? Eine Batterie für die Thermoblade. Eine Batterie könnten wir uns sogar noch herstellen. Das würde gehen. Dann habe ich unterwegs gleich immer gekochtes Essen. Diamant habe ich jetzt leider noch nicht bekommen. Hier, Tank und zwei Titan. Alles klar, das machen wir doch mal. Wir brauchen dann 6 Titan. Dann rüsten wir gleich mal unsere Tanks auf. Da ist der eine. Da ist der nächste. Und... hier 165 und jetzt kommen wir auf 100, auf 225, macht einen ganz großen Unterschied, ob wir jetzt 90 haben oder 225. Fins, die Swim Charge Fins, die könnten jetzt hier vielleicht zu Beginn ganz praktisch sein, ne? Ich glaube, ich mache mir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, ich glaube, ich mache mir beide. Ich glaube, für normale Flossen brauchte ich nur... Das müsste ich hier finden. Achso, richtig, genau. Stellen wir uns Gummi her.
dreimal. Ich will mir noch mal ein paar Ersatzflossen herstellen. Weil wenn man die Flossen aufwertet, verbrauchen die sich natürlich, die man gerade trägt. Und die Ultralight Fins, die lassen mich schneller schwimmen, das ist sehr komfortabel. Die möchte ich natürlich gerne haben. Und ich möchte aber auch die anderen haben. Hier, das sind die normalen und das sind jetzt die Ultralight Fins. Die ziehe ich mir erstmal an. Und dafür brauche ich ein Wiring Kit für diese hier. Das möchte ich auch gerne mal angehen. Dafür bräuchte ich doch wieder, das hatten wir doch eben, Kupfer, nee, zweimal Silber. Haben wir nicht mehr. Dafür müsste ich erst neues Silber finden. Okay, das kriegen wir mal hin. Ich gehe nochmal raus und hole mir ein paar Airsacks, bevor die nächste Folge anfängt. Hier, da schwimmt ja auch schon einer. Und, ups. Ja, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ich hoffe, dass wir uns dann am Montag in alter Frische wiedersehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dann. Tschüss.